Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Im letzten Video haben wir mit dem Topsegel-Schulstick diese Schnur auf Spannung gebracht zwischen zwei Bäumen. Heute zeige ich euch, wie ihr in dieses Seil nachträglich eine Schlaufe einarbeiten könnt, sodass ihr dann im Zelt irgendwie eine Laterne dranhängt oder eure Ausrüstung befestigen könnt. Ich muss diese Schnur jetzt gar nicht komplett vom Baum nehmen und dann irgendwie eine Schlaufe binden. Das geht ganz einfach. Ich zeige es euch. Als erstes bringen wir das Seil in diesen schlaffen Zustand. Das ist jetzt ausreichend schlaff, dass ich jetzt damit arbeiten kann. Jetzt wird es ein bisschen sehr detailreich, aber der Knoten ist super einfach. Viel einfacher als der Topsegelschurzsteg. Ihr legt das Seil von links kommend und dann von oben kommt so in eure Hand. Jetzt führt ihr das Seil einmal außen rum um die Hand. Das Ganze nochmal einmal außen rum. So, jetzt sieht es so aus. Die Schnur kommt von hier, läuft einmal um die Hand, noch einmal um die Hand und geht dann eben wieder hier in diese Richtung. So, diese Lücken hier habe ich absichtlich gelassen. So kann ich euch besser zeigen, was ich jetzt mache. Diese Schnur hier nehmt ihr und legt sie zwischen diese zwei. Zwischen diese zwei Schnüre. So. Jetzt ist diese Schnur die äußerste linke Schnur. Diese Schnur nehmt ihr, führt sie einmal rüber bis zu euren Fingerspitzen. So sieht das dann aus. Jetzt macht ihr das Ganze wieder rückgängig, aber diesmal unten. Ihr nehmt also dieses Seil hier, was jetzt ganz rechts liegt von euch aus gesehen, und führt es unter den zwei beiden linken Seilen durch. Gleichzeitig nehmt ihr diese beiden Schnüre und zieht jetzt alles schön ordentlich straff. Jetzt ist hier diese Schlaufe. Wenn wir jetzt das Seil gleich spannen, bleibt der Knoten. Der heißt übrigens Schmetterlingsknoten, weil er so ein bisschen aussieht wie zwei Schmetterlingsflügel hier. Bleibt der Knoten stabil. Ihr könnt Sachen reinhängen, wenn ihr im Zelt schlaft, eine Lampe oben reinhängen und egal wie viel Zug wir gleich drauf geben, ihr könnt den Knoten wieder ganz einfach lösen. Also er verfestigt sich nicht. So. Das ist übrigens das Merkmal von allen guten Knoten. Die sollen fest sein, aber wenn man will, dass die Knoten sich wieder lösen, sollen sie sich wieder lösen können. Ich zeige es euch noch einmal ganz langsam. Ihr nehmt das Seil, legt es auf eure Hand. So, hier in diese, bei eurem Daumen. Jetzt geht ihr mit dem Seil einmal außen rum. Und das gleiche nochmal, noch einmal rum. Jetzt geht ihr mit diesem Seil, was ihr als erstes rumgewickelt habt, in die Mitte der beiden Seile hier. So dass es jetzt so ausschaut. Jetzt nehmt ihr die linke Schnur, legt sie auf eure Fingerspitzen. Und jetzt nehmt ihr das Seil, was ihr gerade auf eure Fingerspitzen gelegt habt, unter diesen beiden Seilen durch. Und gleichzeitig mit der rechten Hand diese beiden Seile hier, also das Seil insgesamt, festziehen, alles ein bisschen schön richten. Voilà, Knoten ist fertig. Dann wieder einfach euren Topsegel-Schurzsteg auf Spannung bringen, festziehen und fertig ist die Schnur, mit der ihr dann Sachen einhängen könnt. Das war's auch schon. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.